Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, lange, lange ist es her, dass ich diese Dino-Eier hier ausgepackt habe. Zwei Stück hatte ich irgendwie mal, das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, ausgepackt. Vielleicht sogar 3 Jahre. Leute, ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Zeit vergeht wie verrückt. Auf jeden Fall habe ich hier noch 3 original verpackte Eier, und zwar den Brachiosaurus, Velociraptor und Triceratops. Und ich meine mich erinnern zu können, in einem waren Stegosaurus drin, andere schauen wir nochmal rein. Und dürft ihr nicht verwechseln mit diesen größeren Eier hier von GeoWorld. Ich stelle es einfach mal so davor, da seht ihr den Unterschied. Also die hier sind wesentlich größer und die waren auch klasse. Diese Skelette in diesen Eiern sind absolut top. So, diese Eier, die hier stehen, die kommen allesamt von Simba und entsprechend, ja, billiger sehen sie auch aus, also einfacher. Auf jeden Fall. So, jetzt lasst mich mal gucken, was wir da bereits ausgepackt haben. Die stelle ich mal auf die Seite. Auf jeden Fall waren die Teile auch recht gut gemacht, ne? Ganz rau. Hier und hier dieses Dino-Auge drauf. Und was hatten wir hier zum Beispiel drin? Vorsichtig, warte mal, mach mal so rum. Stegosaurus, sag ich's doch. Hier war der Stegosaurus. Nein, den habe ich noch gar nicht, oder? Doch, habe ich zusammengebastelt. Seht ihr, das ist ein ganz kleines Skelett. Und das Tolle ist, bei diesen Teilen sind auch noch die richtigen Tiere dabei. Was heißt die richtigen? Halt ein Modell, was man komplett sieht und einmal als Skelett. Ne? Das hatten wir hier drin. Dann gab es auch noch so eine Karte, wo auch beide drauf sind. Noch ein paar Infos, wo sie gefunden wurden, das Gewicht, die Größe, Pflanzen- oder Fleischfresser. Und hier sieht man alle Modelle, die es gibt. Ja, also das in eins um Ei, boah, da gibt es sogar saumäßig viel. Aber das schauen wir uns ja an bei dem heutigen Modell, was ich hier auspacken werde. Ich tue das alles nochmal hier wieder rein. So. Schön, wenn man das in der Originalverpackung lassen kann. Finde ich cool. Okay, Deckel wieder drauf. So rum. Und gut. Aber ihr habt gesehen, das Skelett ganz einfach klein und vor allem grau. Die Skelette aus diesen Eiern, die waren viel, viel, viel größer. Muss ich wieder auseinanderbauen. Ja, und ihr seht schon, alleine an diesem Muster, da hat man versucht, ein bisschen mehr Realismus oder dieses Fossilientypische hinzukriegen, indem man die Teile einfach zumindest auf einer Seite bepinselt hat. Ne? Und es war ja auch noch eine kleine Base dabei, damit die Figuren auch stehen. Also das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Das hier waren die GeoWorld Jurassic Eggs. Also die kann ich wirklich jedem empfehlen. Die sind super. Die gibt es sogar heute noch und der kriegt er teilweise auch noch richtig, richtig günstig. Ne? Aber wie schon gesagt, auf jeden Fall größer als die Eier von Simba. So, hier war allerdings kein Original-Dinosaurier dabei, nur das Skelett. Also wir hatten einmal den Stegosaurus drin und hier, was hatten wir da drin? Hier nochmal, war das doppelt? Habe ich 2 Stegosaurier gehabt? Echt jetzt? Ich reingucke, vielleicht habe ich auch das falsche Ei ausgepackt. Nö, 2-mal Stegosaurus, okay. Warum auch immer, ne? Warum auch immer? Ja, schauen wir uns gleich die nächsten Eier an. Ich kriege ja die manchmal in großen Kisten, random, und das, was drin ist, ist halt drin. Ne? So, ich ziehe hier mal die Folie ab, kann ich runterziehen. Das hier ist die Hülse, kann ich aufschneiden. So, ich bewahre das ja immer gerne auf. Ist immer schön, wenn ihr nach ein paar Jahren die ganzen Geschichten nochmal sehen könnt, wie das alles verpackt war. So, hier sieht man auch drauf, was man drin findet. Brachiosaurus Set. Ihr seht hier der Brachiosaurus als Figur und die Skelettteile, die können wir zusammenbauen. Dann haben wir das hier und natürlich das richtige Modell. Ja, von Simba, wie man hier sehen kann, Simba Toys. Wann kam das raus? Haben wir hier ein Datum? Nö, sehe ich jetzt nichts. Vielleicht innen drin. So, wenn es interessiert, diese Eier hier hatten eine Höhe von 14 cm. Ja, und hier vorne halt dieses Auge drauf, das ist schon eine witzige Idee. Ne? Natürlich von Jurassic Park abgeguckt, ist ja klar. So, dann gucken wir uns mal die ganze Geschichte an. Also hier haben wir die Einzelteile in einem extra Tütchen drin. Auch wieder in Grau. Wir haben hier, wie viele Formen? 2 oder 3? 1, 2, 3 Formen. Gut, für sowas empfehle ich euch entweder eine Nagelschere, wo ihr die Gussgeschichten hier wegschneiden könnt, oder einfach halt ein Cuttermesserchen. Ne? Aber aufpassen, dass er euch nicht schneidet. Das werden wir jetzt gleich zusammenbauen. Dann haben wir hier noch dieses kleine
Infoblatt mit dabei. Das sind die ganzen Dinos, die es aus dieser Serie gibt. Spino, Brachio, Styracosaurus, Pteranodon. Auf der Rückseite haben wir dann auch noch Velociraptor, Triceratops, Stegosaurus und den Tyrannosaurus Rex natürlich. Also 4, 5, 6, 7, 8 Modelle. Jo, dann haben wir hier auch noch eine Merkkarte mit drin. Der Brachiosaurus sowohl als komplette Form und als Skelett. Hier nochmal Simba. Auf der Rückseite sehen wir hier den Fundort, wog bis zu 28 Tonnen, 23 Meter lang. Und wir haben es hier mit einem Pflanzenfresser zu tun. Okay, sehr schön. So, hier haben wir auch das Modell vom Brachiosaurus, was echt schön geworden ist. Muss man sagen, bin echt positiv überrascht. Guckt euch mal die Hautstruktur hier an. Die ist ja Welle Wahnsinn. Ja, super, oder? Ich meine, für Simba-Verhältnisse, guckt euch das an, natürlich übertrieben große Augen, gelbes Auge mit einer schwarzen, unschön gemalten Pupille, sogar ein bisschen Flecken drin. Aber ich muss sagen, die Falten, die wir hier am Hals sehen, sind schon klasse. Ne, hier teilt sich der Hals auch ein bisschen auf. So eine richtige fette Ader, die sich hier zeitlich hochzieht. Das ist klasse. Und hier fangen dann so, ja, so eine richtig schöne, schuppig, ledrige Haut an. Auch hier schöne Falten, die hier in den Bauchbereich reingehen. Klasse, hier unten toll gemacht. Wow, finde ich sehr schön. Und die Schuppen gehen hier, oder die Hautstruktur geht wirklich bis hinten an die Schwanzspitze. Auch hier schöne Falten zu sehen, kräftige Oberschenkel, die Beine. Es hat alles eine tolle Proportion, wie ich finde. Alles super gemacht, guckt es euch an. Was soll ich da noch zu sagen? Ne? So sieht es von oben aus. Auch keine Gussnasen jetzt hier zu finden. Alles schön gemacht, auch die Krallen hier noch extra zu sehen. Cool, wirklich cool. Ja, es ist so in einem Grau hier bemalt. Mehr ist es nicht, aber es ist absolut passend. Und alleine dieses Modell hier hat eine schöne Größe. Wir haben hier eine Höhe von 7,5 cm, würde ich mal sagen. Und eine Länge von gut 10,5 cm. Also auch eine nette Aufstellfigur. Ja, das ist schon echt cool. Kann ich noch ein 360-Grad-Video von hinten an das Video dranhängen. Ja, also lohnt sich wirklich. Das ist beachtenswert. Tolle Hautstruktur. Vor allem nicht gekontert, nicht gespiegelt, sondern ihr seht schon, beide Seiten wurden modelliert. Also da saß einer dran und hat sich richtig Mühe gegeben. Also cool, ich bin jetzt echt überrascht, weil dieser Mini-Brachiosaurus sieht besser aus als so mancher großer, den man sieht. Ihr wisst es, wenn ihr Dinos sammelt. Ja, also so eine schöne Struktur sieht man nicht bei jedem Exemplar dieser Gattung, muss ich sagen. Toll, also ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Und daneben könnt ihr halt dann auch noch diese Kärtchen hier stellen mit den Infos oder wie ihr halt wollt. Und dann auch noch das Skelett daneben. Das schauen wir uns an. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt vielleicht mal ein bisschen Zeitraffer. Ich mache mal die Teile hier alle los. Und ich muss sagen, auch das hier ist echt nett gemacht. Ihr seht die Rippen natürlich dicht an dicht, klar. Dann seht ihr hier Schulterblatt, Beckenbereich, die Wirbelsäule, die Schwanzwirbel. Cool gemacht hier die Hinterbeine, denke ich mal. Weil die Vorderbeine sind definitiv länger. Hier haben wir das Gegenstück. Okay, und hier, ja, ich denke mal, das sind die Vorderbeine. Die sind um einiges länger. Und der Kopf von unserem Brachio. So sieht's aus. Auch das ist nett gemacht. Ganz einfach, aber wirklich nett gemacht. Gut, also ich schneide das jetzt alles hier mal los. So, jetzt habe ich hier mal alle Teile auseinander geschnitten. Das ist raffiniert gemacht. Hier haben wir Unter- und Oberteil. Das füge ich jetzt hier mal zusammen. Einfach so zusammendrücken. Ihr habt immer Löcher und Noppen. Und das geht auch wunderbar zusammen. Ganz unkompliziert, überhaupt kein Problem. So, dann hier der Kopf. Der ist winzig, Spur. Der ist mega, mega klein. Den schiebe ich gleich hier oben drauf. Hoffentlich klipst es ein bisschen ein oder hängt da nur lose drin? Oh, der hängt nur ganz lose drin. Ah, nee, so geht's. Wenn man ein bisschen reindrückt, dann geht es rein. Alles klar, man kann den Kopf auch, kaum drehen.
dann poppt er wieder raus. Ne? Man kann ein bisschen schräg drauf machen, aber am besten ist es, man lässt wirklich gerade. So, dann hält er nämlich auch. Gut, dann kommen jetzt die vorderen Beine dran. Hier so zwei Löcher. So, mal gucken, wie ich es drauf kriege. Ja, hält. Also man kann es natürlich auch festkleben, dann hält es 1000%ig. Ne? Aber es geht gut drauf und die Teile passen auch. Das gefällt mir sehr gut. Dann die hinteren Beine. Seht ihr? Vorderes Bein fällt schon wieder ab. Gleich nochmal dran stecken. Ja, die gehen wirklich sehr leicht dran. So, dann noch das letzte Bein hier hinten. So, und fertig ist er, unser Brachiosaurier, beziehungsweise sein Skelett. Finde ich schön, die Beine stehen nicht gleich steif nebeneinander, sondern sind tatsächlich ein bisschen versetzt, so gut man das halt bei diesem riesengroßen Landdino machen kann. Aber sieht klasse aus, jetzt mal ohne Scheiß, guckt euch den an. Toll, hat, wenn es interessiert, eine Höhe von 7 cm und eine Länge von, ja, 10, würde ich mal sagen. Jetzt stelle ich die Realskulptur daneben. Seht ihr das? Die ist ein bisschen höher. Aber es ist die gleiche Stellung. Und so kann man das halt toll nachempfinden, wie der Dino als Skelett ausgesehen hat. Und umgekehrt natürlich. Also das ist schon super cool gemacht, oder? Guckt euch das an. Toll. Sag ja, von Simba mal was Gutes von Simba. Nicht immer der Fall, aber... Das hier ist richtig, richtig klasse. Gefällt mir, ich sag ja. Und da könnt ihr dann auch noch dieses Kärtchen entsprechend daneben positionieren, wie euch das halt gefällt. Und ihr könnt es halt auch wieder in dieses Ei hier reinräumen. Und so ist die ganze Geschichte komplett und ihr verliert keine Einzelteile. Ne? Zumal ihr es auch wieder hier in dieses Tütchen reinmachen könnt. Also, würde ich das sagen, mache ich hier jetzt noch ein 360-Grad-Video. Dann könnt ihr es euch nochmal rundherum anschauen. Ich finde es super, also ich kann nichts Schlechtes sagen. Ja, dann haben wir hier noch den Velociraptor als Set und den Triceratops. Die werde ich auch noch auspacken. Ja, bis dahin. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Noch viel Spaß beim 360-Grad-Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay. Yeah.